So, hallo und herzlich willkommen zurück. Es geht direkt weiter mit Bloodborne. Stimme, die variiert die ganze Zeit von hoch nach tief. Sorry, ein kleiner Schlaganfall hier. Oh. Wir haben vorhin die Hexe von Hemwick getötet. Ich habe in der Folge mindestens 30.000 Mal gesagt, die Hexe von Hemwick. Und jetzt bin ich hier. Und was machst du da? Und warum? Mann, der ist gefesselt. Der wurde sicher gequält. Was hast du? Runenwerkstatt-Werkzeug. Und was kann ich mit dem Runen-Werkstatt-Werkzeug machen? Runenwerkstatt-Werkzeug. Bahnhof. Ich habe keine Ahnung. Da kann ich mich irgendwie... Was? Naja, gut. Ich mach mal... Was mache ich? Jetzt... Das war aber eigentlich der Weg, den ich gehen musste. Und wo geht's jetzt weiter? Wo kann ich jetzt weiter? Kann ich weiter? Weißt du, wo ich weiter kann? Willkommen da. Was wünscht ihr? Ja, gut, wenn wir schon hier sind. Ich mach die Vitalität noch eins hoch. Danke, Schatz. Und jetzt beantwortest du mir einige Fragen. Dies war eins der Zufluchtsort für Jäger. Eine Werkstatt. In der wir ihr. Ja, aber. Gut, der ist mir keine Hilfe. Der ist senil, er kann sich Einsicht kaufen. Mit Einsicht kaufen, verwende Einsicht, um mit Boten zu handeln. Gegenstand erlangen. Kleine nachhallende Glocke. Scherben. Da kann man Gegenstände von Gascoin kaufen. Den ich getötet habe. Der Bibi. Und das habe ich hier schönes. Seil Molotow. Nach hinten geworfen wird. Cool. Gibt es einen Molotow, den man nach hinten wirft? Auch nichts. Und hier kann ich nicht irgendwo noch an eine dritte Stelle reisen? Nein. Hier geht es auch nicht weiter. Und hier. Habe ich, glaube ich, schon alles erkundet. Ich gucke mich hier mal im Traum um. Hier. Kelch der kurzen Ritualwurzel wird benötigt. Wende den Ritualaltar, um den Kelchverlies mit deinen Löhnen zu erstellen. Nach Kelchverlies zu suchen. Aha, da kann man... Nein, das brechen wir ab. Da kann ich scheinbar in andere Welten rein. Kernritual. Was bist du? Einfach der Dritte. Na, jetzt immer weiter. Ich reise nochmal hier hin. Denn ich glaube... Ich glaube, von da aus geht es irgendwie weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da nur zwei Wege hat, wo man hin kann. Aus diesem Grund muss das fast der richtige Ort sein. Ich suche noch ganz kurz hier unten, ob man da vielleicht irgendwo noch weiter kann. Das war ich nicht, das ist von einer Leine zusammengefallen. Das ganz sicher. Ja, dann gehe ich mal den Weg rückwärts. Klappere mal ab, ob es da noch einen Weg irgendwo anders hingeht. Geht. Muss ich da wieder zusammenforschen.
Ja, das hat nicht funktioniert. So. Also. Kann ich da zu dem Schloss? Ah, jetzt weiß ich... Doch, ich weiß noch, wo es weitergehen könnte. Na, jetzt habe ich langsam den Griff mit dem Dicken. Es gibt noch eine Stelle, wo ich weiter kann, aber da bin ich hier an der Adresse falsch. Zwar vermutlich komplett falsch. Nein, 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 nein. Das geht jetzt gerade schlecht. Und weg, 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 weg. Nein! Nein! Das war... Huiuiui. So, es gibt zwei Orte, die es noch gibt, die mir in den Sinn kommen. Und zwar, es gibt eine Kathedrale, gibt es noch eine Tür, die verschlossen war. Und dann gibt es auch bei der großen Kathedrale, wo ich da Vicarium Emily, heißt die glaube ich, gekillt habe. Kathedralenbezirk. Wir gehen zuerst mal hier rein, große Kathedrale. Ich hoffe nicht, dass das da ist, wo der Spinnboss ist. Der Giftboss. Da mache ich direkt einen Übergang. Spinne, Gift. Na gut, er hat ziemlich viele Füße. Und Hände. Oder beides. Hatte, er ist ja tot. Das ist nützlich, dass mit dem Update hier, dass da einmal die Gegenstände angezeigt werden. Kann man immer ein bisschen lesen. Dann weiß ich wenigstens, für was die Gegenstände zu gebrauchen sind, denn ich habe ja absolut keine Ahnung. Eigentlich. So, hier, das ist die Stelle, die ich gemeint habe. Also noch ein bisschen weiter vorne. Hier nach links dann. Wow. Der war knapp. Bist du des Wahnsinns? Fast verrückt geworden. So, und hier gibt es noch ganz, ganz starke Gegner. Einen habe ich mal gekillt, der andere, der wird aber wahrscheinlich noch da sein. Warte mal, wenn der auf dem Dach ist, kann ich auch aufs Dach. Ja. Und dann kann man hier auf dem Dach sicher was machen, oder? Da drüben ist was. Ha! Clever, clever. So, jetzt hier. Nochmal eins runter. Eins. Und wo geht's hier hin? Nirgendwo. Hallo? Tja, klar und deutlich. Einfach aggressiv reingehen, dann, boah, dann klappt das, glaube ich, gut. Autsch. Mann ist der agil, der Junge. Autsch. 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 Nein. Jetzt. Oh yes. Und dann, wenn er am Boden liegt, noch draufhaken. Nein. Nein.
Hey, ohne Lebenspunkte macht er noch. Der ist mächtig stark, der ohne Lebenspunkte Typ hier. Hey. Jetzt aber. Dankeschön. Mann, hat er viele Kugeln dabei. Hier runter muss ich glaube ich nicht, sondern hier weiter. Was bist du? Oh. Hä? Mann, ein Schlag? Mit einem Schlag. Joa, super. Ich weiß nicht, wo es weitergeht. Und hier sterbe ich super schnell. Yay! Freude kommt auf. Was? Ich habe so das Gefühl, der Typ hat mich eingesackt. Ha. Tolles Verlies. Ganz gut. Ich gehe mal hier nach rechts. Guck mal, was da ist. Hinweis. Verrückte quälen sich in heimlichen Ritualen, um den Mond anzurufen. Hallo Mond, wie geht's? Gut, danke dir. Decke ihre Geheimnisse auf. Okay. Ja, da geht's weiter. Guck noch kurz die andere Seite an. Die haben wirklich ein Rad ab. Die haben wirklich ein Rad ab, die Leute hier. Das ist nicht mehr schön. Aber hier geht's auch weiter. War das? War das so einer, der sich. Der wegrennt? Ja, genau, das ist er. Jawohl. Eins. Ich renn. Oh, 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 oh. Ich renn einfach mal irgendwo hin. Oh. Nein! Nicht töten, nicht töten. Ja, gut, dann sag ich mal, nochmal. Warte mal, ah, das ist nämlich die falsche Richtung. Wer bist du? Dann lasse ich dich in Ruhe. Wir hätten auch zusammen umherstreifen können, aber das willst du wahrscheinlich nicht. Gut, okay, wir wissen jetzt die Seite, die ist nicht, da geht's nicht weiter. Und die andere Seite ist der Weg in die Freiheit scheinbar. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier singen Leute unheimliche Lieder. Ich gehe mal hoch.
Ich will mal wissen, was oben ist. Autsch. Oben gefällt's mir nicht. Ich weiß nicht, was da ist, aber ich gehe da jetzt nicht hin. Und zurück. Gut. Oh, ein Kieselstein. Ja, das kann ich gut brauchen. Ich liebe Kieselsteine. Oh, 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 oh. Elende Bestie. So elend bin ich nicht. Ich bin eigentlich ein ganz lieber Kerl, wenn du mich kennenlernst. Aber die machen sich einfach nicht die Mühe, mich kennenzulernen. Gott ist nicht da. Toll. Große. Wann haben die Lebenspunkte? Und was ist das für ein... Das will ich auch können. Oh, das sieht nicht gut aus. Ja, das sieht gar nicht gut aus. Mal so eine Frage. Bist du groß genug, um da durchzukommen? Ja, ist er. Mann, der ist stark. Oh. Na, zu knapp. Was war das jetzt? Mensch. Hui, der war knapp. Ich frage mich, was das für ein Modus ist. Hey, treten ist nicht erlaubt. Treten ist nicht erlaubt. Ich hasse den Ort. Frag mich, wie oft ich hier an der Stelle noch sein werde. Also gut. Links. Und dann... Ich probier's nochmal. Kommt ihr bitte, Jungs. Nein, ich... Oh, ich lebe noch. Jetzt hier nochmal. Hast du meine Seelen, meine Echos? Ich werde es wahrscheinlich nie lernen. Wenn man schon zu viel Dark Souls gespielt hat, dann sind das einfach Seelen. Da kommen wir nicht drum herum. Was ist das jetzt, was ihr für Angriffe habt? Oh. Distanz gewinnen. Na. 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 Du. Yes. Hier steckt ihr fest. Ah.
Aha. Jo. Ja, der eine ist weg. Jo. Treten. Der Eintritt und ich bin fast tot. Das ist der Schaden. Das ist Wahnsinn. Der Wahnsinn. So, wo muss ich jetzt hin? Hat sich das überhaupt gelohnt? Ja. Wo bin ich hier? Wo bin ich? Wo bin ich? Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Kann ich das anvisieren? Es sieht mir lebendig aus. Ich gehe jetzt mal nicht näher. Ich mache an der Stelle einen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Bloodborne. Dann ist es wieder mal Zeit. Bis zur nächsten Folge. Ich freue mich drauf.